Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute geht es mal darum, worauf man achten muss beim Gebrauchtwagenkauf. Heute auch mit Babo Aussicht übrigens. Aber es geht darum, worauf man achten muss. Ja, weil ich kriege sehr, sehr oft die Fragen. Ich schaue mir dieses und dieses Fahrzeug an. Worauf soll ich achten? Hast du allgemeine Tipps für mich? Und so weiter. Deshalb dachte ich mir, ich drehe heute mal ein Video mit allen Infos. Ganz egal, um welches Auto es geht und um welche Automarke. Egal, ob es BMW ist, Toyota oder ein VW. Ist komplett egal. Einfach allgemein ein paar Tipps von mir. Und ja, ich würde sagen, wir starten. So, als allererstes mal natürlich Budget festlegen. Wie viel will ich ausgeben? Und so weiter. Dann öffnet man die Suchmaschinen eben, wo man die Fahrzeuge eben sucht. In Österreich wäre das Willhaben und in Deutschland dann wahrscheinlich mobile bzw. eBay Kleinanzeigen. Ja, da sucht man dann nach den Fahrzeugen, ganz wichtig im Vorhinein. Wenn ihr dann auch wisst, jeder hat ja unterschiedliche Präferenzen, wie viel man sich leisten kann etc. oder leisten möchte, besser gesagt. Wenn ihr dann dabei seid zu suchen und euren Favoriten sozusagen gefunden habt oder eure Top 3 Favoriten, wie auch immer, die in Frage kommen würden, googelt danach. Das ist eigentlich Tipp Nummer 1, googeln. Googelst das Modell, googelst die Motorisierung. Es gibt Millionen Foren im Internet. Man kann sich einlesen, lest euch in die Modelle ein. Welche Modelle sind gut, welche sind schlecht, was sind die Schwächen. Ja, bei manchen Modellen ist es ja so, dass man komplett von denen abrät. Dann lasst auch lieber die Finger davon. So viel mal zum ersten Punkt. Gut, ansonsten sehr, sehr großes Thema, auch Kilometer. Wie viele Kilometer sind in Ordnung? Bis wie viele Kilometer kann ich kaufen? Die meisten haben ja so die Grenze im Kopf mit 200.000 und danach ist schon Motorschaden geplant bei 210 dann oder so. Nein, Leute, also denkt euch das bitte komplett raus, vor allem wenn ihr einen Diesel kauft. Aber ist eigentlich egal, ob Diesel oder Benzin, aber vor allem beim Diesel sind meistens mehr Kilometer sogar besser, weil das heißt, dass das Fahrzeug auf Langstrecke bewegt wurde. Und ein Fahrzeug, das auf Langstrecke bewegt wurde, ist immer 100 Mal besser und ihr seid 100 Mal besser dran mit dem, als ein Fahrzeug, was irgendwie nur 100.000 oder 150.000 runter hat. Und dann nur in der Stadt herumgefahren wurde. Ja, weil da viel, viel mehr Verschleiß stattfindet, als man auf Langstrecken unterwegs ist. Aber ja, so viel mal auf jeden Fall zu dem Thema. Also kilometertechnisch bitte lasst es offen. Natürlich, man muss jetzt auch kein Auto mit 400.000 Kilometer kaufen. Aber man kann auch über 200.000 ruhig ein Auto kaufen. Es ist alles eine Frage des Pflegezustandes, Leute. Schreibt es dem Typen, schaut auf die Beschreibung. Eine schöne Beschreibung sollte auch immer klar sein. Das sind eh die Klassiker. Achtet auf all solche Sachen. Schaut, was für einen Eindruck der Typ macht oder die Dame, wie auch immer. Pflegezustand ist das A und O, das ist das Wichtigste. Ich kaufe lieber einen gepflegten Wagen mit 250.000 Kilometer als einen ungepflegten mit 120.000. Das ist klar. Ja, Freunde, und dann habt ihr dann ein Modell gefunden, das in Frage kommen würde. Was macht ihr dann natürlich? Den Verkäufer anschreiben. Da auch sehr wichtig, schaut, was für einen Eindruck der Verkäufer macht. Stellt ihn ruhig Fragen. Was wird repariert? Lasst euch Service-Historie geben, Rechnungen vorhanden etc. Fantasieren kann jeder. Also wenn er euch nur erzählt, ja, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Ihr kennt diese Filme. So, er soll es belegen, zeigen, egal ob mit Rechnung von mir oder mit Fotos. Irgendwas soll er mir zeigen, dass ich ihm glauben kann. So, weil reden kann jeder und ja, das bringt sich alles nichts, dieses ganze Herumgerede. Deshalb ja, fragt nach Fotos, Historie, bla 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 bla. Und ja, Freunde, auch ganz wichtig, es kommt natürlich immer auch auf den Fahrzeugwert drauf an. Wenn ihr ein Auto um 10, 20, 30.000 Euro kauft oder noch mehr, dann erwartet man sich natürlich mehr von Service, Historie, Scheckheft, Rechnungen, Fotos, Bilder, Dokumentation etc. Aber wenn ihr eine Kiste um 1.000, 2.000 Euro kauft, dann bitte erwartet nicht vom Verkäufer, dass er euch jetzt hier alles hinlegt und alles hat und perfekt ist und so weiter. Beim Auto um 1.000, 2.000 Euro, da will der Typ einfach nur den Wagen loswerden. Und ja, fertig. Also da würde ich mir jetzt nicht so viel Gedanken machen. Auf jeden Fall kommt es auf den Fahrzeugwert dann. Ihr wisst auf jeden Fall schon, was ich meine damit. Ja, Freunde, und dann hin und her schreiben mit dem Verkäufer, dies, das. Natürlich, wenn er frech ist, Digga, direkt blocken, löschen, ohne Spaß. Also wirklich, wenn ein Verkäufer zu euch frech ist oder irgendwie dumm antwortet, natürlich, wenn ihr auf eine dumme Nachricht kommt, natürlich auch eine dumme Antwort zurück, ne? Aktion, Reaktion, dies, das. Aber ich rede jetzt davon, wenn ihr ihn nett anschreibt und der irgendwie dumm antwortet oder lange zum Antworten braucht, auch ignoriert oder ihr allgemein ein schlechtes Gefühl bei dem habt, dann lasst den Wagen. Es gibt genug von denen am Markt, deshalb lasst den Wagen dann einfach in Ruhe, sucht euch einen anderen oder wartet ab. Geduld ist wirklich der Schlüssel. Also seid nicht zu voreilig, das ist ganz, ganz wichtig. Seid nicht zu voreilig. Ich sehe das oft auch bei Leuten, die den ersten Wagen kaufen. Die sind viel zu voreilig und viel zu schnell. Nehmt Geduld mit, das ist sehr, sehr wichtig. Geduld allgemein im ganzen Leben, aber vor allem beim Autokauf auch sehr, sehr wichtig. Stresst euch nicht und wenn ihr seht, der Verkäufer irgendwie, ihr habt so ein komisches Gefühl bei dem oder überhaupt, der ist frech zu euch oder sonst was, dann lasst die Finger davon, holt euch den nächsten oder wartet ein bisschen, bis ihr auf jeden Fall einen Wagen habt, wo ihr ein wirklich gutes Gefühl habt. Oder wenn ihr da eine Anzeige seht, der Typ will sein Auto verkaufen und drei Bilder reinstellt. Oder sowas nehme ich gar nicht ernst, sowas schaue ich mir auch gar nicht an zum Beispiel. Junge, wenn du ein Auto verkaufen willst, dann mach gescheit Fotos und ich will alles genau und detailliert sehen. Was bringen mir deine drei Fotos? Also wirklich, die stellen sich hin, machen von hinten ein Foto von der Seite und von vorne und sagen, Autos verkaufen um 15.000 Euro. Glaubst du, ich gebe 15.000 Euro aus,
für ein Auto drei Bilder. Junge, ich will mal wissen, wie das Auto von drin ausschaut. So, wisst ihr, was ich meine? Versteht's, glaube ich, schon langsam, was ich meine. Aber so viel mal dazu. Dann mit dem Verkäufer geschrieben. Chemie passt, dies, das. Und ihr macht einen Besichtigungstermin aus. Gut. Dann natürlich ganz wichtig: Besichtigungstermin immer tagsüber machen. Nie im Dunkeln. Also, wenn er sagt, komm am Abend oder so, Digga, vergiss es. Immer tagsüber machen. Weil ja, da seht ihr auch alles und da ist es nicht dunkel. Außer natürlich, er hat eine gut belichtete Garage so. Aber sonst allgemein würde ich sagen, immer tagsüber, wo es hell ist. Und ja, Besichtigungstermin dann ausmachen und dann das Fahrzeug besichtigen gehen. Und Leute, wundert euch nicht wegen einem anderen Ausflug. Ich habe vergessen, das zu erwähnen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr hingeht, geht's neutral hin. Weil viele sind ja auch extrem hyped aufs Fahrzeug schon und haben sich schon irgendwie durch die Anzeige in das Fahrzeug verliebt und reden sich das Auto dann schon gut. Macht nicht diesen Fehler. Geht hin komplett neutral, wirklich ohne irgendwie gehypt zu sein oder euch das Fahrzeug im Kopf die ganze Zeit gut zu reden oder sonst was. Natürlich auch nicht schlecht reden, geht einfach komplett objektiv hin. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil ja, viele sind dann, wie gesagt, extrem hyped und gehen dann schon hin und haben im Kopf dann das Auto schon gekauft. Und selbst wenn Mängel vorhanden sind, sagen sie, egal, bla bla. Und dann machen sie den Fehler und kaufen den Wagen trotzdem, weil sie halt komplett, wie sagt man, verblendet sind und gehypt sind, quasi das Auto zu kaufen, was ich auch verstehen kann. Aber macht den Fehler auf jeden Fall nicht und geht immer objektiv an die Sache ran. Gut, Freunde, wir gehen jetzt davon aus, dass wir jetzt beim Besichtigungstermin angekommen sind. Wir besichtigen sozusagen jetzt dieses Auto, mein Auto hier. Wenn wir ankommen, natürlich hier erstmal dem Bruder Hand geben, checken, Salam sagen. Und dann auf jeden Fall das Auto abchecken, ganz wichtig, erstmal von außen, kompletten Rundgang machen, genau anschauen und auch ganz wichtig, lasst euch vom Verkäufer nicht voll labern. Viele machen das, diese Psychotricks, ne? Die labern euch dann voll, während ihr das Auto anschaut und dann könnt ihr euch nicht gescheit konzentrieren. Also wenn der Typ euch voll labert, ein bisschen ausblenden und euch einfach wirklich mal nur aufs Fahrzeug konzentrieren und nur den Wagen euch anschauen. So, wirklich komplett auf jedes Detail. Man braucht es nicht zu übertreiben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wirklich schön hingehen, Spaltmaße achten, hat er einen Unfall, ja oder nein? Wenn er nein sagt, okay, dann achtet aber auch auf eure Spaltmaße. Wenn ihr seht, er hat hinten auf einmal so einen riesen Spalt hier, dann ja, fragt ihn, warum das der Fall ist, wenn das Fahrzeug unfallfrei ist und so weiter. All solche Details, einen kompletten Rundgang machen, wirklich schön sauber, alles abchecken, Dellen, Beulen, hat er irgendwo etwas, weil das alles, scheiß mal drauf, ob das irgendwie wichtig ist oder sonst was, ist ja egal, wenn er hier da ein paar kleine Kratzerchen hat, das ist ja egal. Aber wir reden jetzt von wirklichen Dellen oder Beulen. Selbst wenn er die hat, die könnt ihr aber dann später bei der Preisverhandlung nämlich auch mit einbeziehen und dann eben erwähnen. Und dann geht er dann auch mehr mit dem Preis runter, hoffentlich. So, und dann hier schön Fahrzeug entlang gehen, abchecken, vorne abchecken. Hier passt alles, schaut alles so aus wie auf den Fotos, ist nichts abgebrochen. Und ja, einfach so ein Grundcheck machen. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Einfach mal rumgehen, Fahrzeug anschauen direkt. Und ja, gegebenenfalls Lackzustand prüfen, wenn ihr Wert auf sowas legt. Ansonsten natürlich hier jetzt auch die Reifen abchecken. Wie sind die Reifen? Aus welchem Jahr sind die? Profil anschauen, wenn es geht, wenn möglich. Um zu sehen, okay, ist die Spur eingestellt oder vielleicht ist die Spur sogar verstellt. Aber das würdet ihr dann sowieso beim Fahren merken. Aber so allgemeiner Rundgang mal ums Fahrzeug. Sehr, sehr wichtig. Gut, nachdem ihr euch das Fahrzeug dann hier angeschaut habt, der Verkäufer euch vollgelabert habt, fragt ihr natürlich mal nach dem Schlüssel. So, dann kommt der Bre zu euch, gibt euch den Schlüssel hier in die Hand. So, ihr nehmt den Schlüssel und geht zum Fahrzeug. So, natürlich erstmal schauen, aufsperren, so, funktioniert das halt erst? Ne, die Klassiker. Schauen, ob Funkschlüssel funktioniert. Alles checken, check, ob alles funktioniert, egal worum es geht, alles abchecken. Fahrzeug aufschließen, dann geht ihr zum Fahrzeug, setzt euch rein. Ja, könnt natürlich mal Motorhaube aufmachen. So, einmal aufmachen. Und dann hier der provisorische Möchtegern-Mechaniker-Check natürlich. Hier einen auf Mechaniker tun, reinschauen, dies, das. Natürlich sehr, sehr wichtig, wenn ihr einen Freund habt, Leute, voll vergessen zu erwähnen, wenn ihr wen kennt im Bekanntenkreis oder einen guten Kollegen habt, einen Freund habt, der Mechaniker ist oder irgendwie sich mit solchen, mit der Modellreihe besonders gut auskennt oder sonst was, nehmt sie natürlich mit. Bitte, macht das auf jeden Fall, nehmt sie mit. Wenn ihr wirklich selber null Plan habt, dann nehmt sie ihn auf jeden Fall mit. Weil ja, das kann einem durchaus helfen, wenn man wirklich komplett der Laie ist und gar keine Ahnung hat. So viel mal dazu. Oder beziehungsweise, wenn ihr Bock drauf habt, macht einen ADAC oder ÖMTC bei uns hier in Österreich. So einen Gebrauchtwagencheck. Da schauen sie sich den Wagen komplett an, von vorn bis hinten. Ja, je nachdem natürlich, was für ein Fahrzeug man sich kauft. Wie gesagt, bei einem Fahrzeug um 2000 Euro würde ich das jetzt nicht machen, ehrlich gesagt. Ich selber persönlich könnte es natürlich trotzdem. Aber ja, man kann es natürlich trotzdem machen. Ich persönlich habe bisher noch keinen Gebrauchtwagencheck gemacht, auch nicht bei dem Fahrzeug. Ja, ich gehe da meistens hin und achte auf mein Bauchgefühl. So, aber dann hier zurück zum Text. Motorhaube aufgemacht, genau. Bisschen checken, dies, das. Ja, ihr kennt es. Natürlich schauen, ob ihr irgendwo Öl verliert. Seht ihr irgendwo Ölflecken, eine Undichtigkeit. Leuchtet es da ruhig mal mit der Taschenlampe überall hinein vom Handy. Kühlwasser hier aufmachen. Reinschauen, ob da irgendwie Öl drinnen ist, irgendwas nicht passt. Öldeckel einmal aufmachen. Nach Zetteln suchen, wie hier jetzt zum Beispiel. Wann war der letzte Ölwechsel? Und so weiter. Macht euch mal wirklich ein Bild vom Fahrzeug
Und ja, als nächstes dann einfach mal reinsetzen in den Wagen und den Motor starten. Ja, Freunde, nachdem ihr dann den Motor gestartet habt, hört es einfach mal genau hin, rasselt irgendwas, summt irgendwas, hört sich irgendwas komisch an. Ja, kommt euch irgendwas komisch vor, all solche kleinen Sachen. Natürlich auch auf den Verkäufer achten, wie ist der so drauf? Ist der irgendwie nervös? Gibt es natürlich alles, ne? Dass er auf einmal nervös wird oder sonst was. Stellt sie noch alle Fragen, die ihr habt. Also wirklich denkt euch nicht, kann ich ihm die Frage stellen? Stellt jede Frage, die ihr wollt, stellt sie ihm. Achtet einfach mal auf alles, dann wieder Haube zumachen, wenn ihr wirklich gut alles abgecheckt habt. Und dann geht es natürlich hier um eine Probefahrt. Ah, und Freunde, ganz, ganz wichtiger Fakt, den ich vergessen habe zu erwähnen, schaut, dass der Motor immer, immer kalt ist, wenn ihr ihn besichtigen geht. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ja, viele Motoren und Autos haben dann zum Beispiel Probleme im Kaltzustand, dass der irgendwie ruckelt oder sonst was, die Drehzahl nicht hält und dann tun die Verkäufer dann, bevor der Besichtigungstermin ist, den Wagen warm fahren. Deshalb, um den Mangel dann sozusagen zu verstecken bzw. zu verdecken. Deshalb würde ich im Vorhinein auf jeden Fall dem Verkäufer immer sagen, dass der Wagen kalt sein soll bei der Besichtigung, damit ihr auch wirklich ein komplett ehrliches Auto da stehen habt und ja, Mängel dann gegebenenfalls auch feststellen könnt. So, dann geht es auf jeden Fall zum Fahrzeug und macht die Probefahrt. Natürlich, wenn ihr im Vorhinein irgendwelche Fragen habt zu außen, was euch vorgefallen ist, stellt die auch ruhig. Ne? Ist eh klar, brauche ich ja nicht erwähnen. Dellen, Kratzer, wenn euch was aufgefallen ist. Vielleicht viele Steinschläge auf dem Scheinwerfer oder ich weiß nicht was. Felgen zerkratzt. Sind übrigens auch so ein Indiz. Wenn die Felgen zerkratzt sind alle, dann ja, weiß man meistens auch, wie die Person im Auto umgegangen ist. Außer natürlich eine Frau ist gefahren, nein, Spaß. Aber ja, auf solche Sachen würde ich dann eben auch schauen. Wie schauen die Felgen aus? Wie ist der Allgemeinzustand vom Fahrzeug? Vor allem ist er gepflegt von innen jetzt, wenn wir jetzt reingehen, weil es jetzt ja um die Probefahrt geht. Wenn ihr jetzt reingeht ins Fahrzeug, schaut es unbedingt auf den Pflegezustand. Wie schaut das Fahrzeug denn aus? Ich schaue euch mal das Fahrzeug dann von innen an. Wie schaut das Fahrzeug denn überhaupt aus? Ist es gepflegt? Ist es sauber? Wenn ich ein Auto verkaufen will, dann muss es natürlich sauber sein. Der Typ kann mir nicht ein dreckiges Auto herstellen. Aber natürlich, es geht grundsätzlich um den Allgemeinzustand. Stinkt es irgendwie drinnen? Ist irgendwas pickig, angekleckert? Ich weiß nicht was, fleckig, sind die Sitze schön gepflegt und sauber, je nachdem natürlich beim nach dem Kilometerstand. Wie schaut das Lenkrad aus, was macht es für einen Eindruck, ist es schön gepflegt und sauber. Auf all solche Sachen einfach einen Wert legen und immer im Kopf haben natürlich bei der Besichtigung. So Freunde, und dann sitzt ihr hier in eurem potenziellen zukünftigen Baba-Wagen. So, und dann hier drin angekommen, wie bereits erwähnt, alles abchecken, rumschauen, riecht's komisch, stinkt's hier irgendwie nach irgendwas. Ja, stinkt's irgendwie nach Mäcki oder sonst was. Ja, ihr wisst, auf all solche Sachen eben achten. Schön alles abchecken und dann geht es natürlich um die Probefahrt. So, dann setzt sich der Bray hier neben euch hin und ihr, ganz wichtig, ihr fahrt's natürlich, ja, ist logisch. Der Typ, wenn der Typ sagt, nee, ich will fahren, nee, ganz wichtig, so. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ihr kauft das Fahrzeug, versteht ihr? Ihr wollt das Fahrzeug dann in Zukunft fahren, ihr wollt sehen, wie es sich fährt, vielleicht ist euch das Auto zu hart oder zu weich oder vielleicht passt euch irgendwas nicht oder sonst was. Deshalb ganz, ganz wichtig, ihr möchtet fahren und wenn er euch nicht fahren lässt, Digga, dann tschüss. So, ganz einfach. Ich will das Auto fahren, ich will das Auto kaufen. Also will ich auch sehen, wie das Auto fährt. Und wenn der Breda meint, nein, hier, ich lasse dich nicht fahren, weil das ist hier ein Lambo Huracan und so bla bla. Und ja, Junge, weißt du was, so auf den. Von mir aus unterschreibt es davor irgendwas hier, wenn ein Unfall passiert, bla bla, Unterschrift. Aber ganz wichtig, ihr fahrt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn ihr da mit dem Fahrzeug fahrt, natürlich alles abchecken, Freunde. Alles abchecken. Ich drehe mal noch kurz die Kamera. So, Freunde, dann hier angekommen. Ich starte das Fahrzeug, ihr fahrt jetzt die Probefahrt, hier seid ihr fett am Cruisen und während der Probefahrt natürlich auf alles Mögliche achten, okay? Auf alle Geräusche, die es gibt, klappert irgendwas, hört sie irgendwo etwas, bremst er gescheit, fährt er gescheit, hält er die Spur, auf all solche Sachen natürlich im Wert legen. Nicht viel mit dem Verkäufer reden, ganz wichtig, keine Musik abspielen, natürlich, gar keine Musik, damit du wirklich alles mitbekommst und alles hören kannst. Und ja, nicht viel mit dem Verkäufer reden, damit ihr auch wirklich alles vom Fahrzeug wahrnehmen könnt, alle Geräusche. Dann natürlich während der Fahrt alles abchecken. Funktioniert alles? Funktioniert jeder Blinker? Funktionieren die Lichter, Abblendlicht, Nebellicht, bla bla bla. Klickt euch da wirklich überall durch jeden Knopf, den er hat. Bedient ihn und schaut, ob er funktioniert. Ja, weil all das sind dann eben auch Sachen, die in die Verhandlung später einfließen können, wenn etwas nicht funktioniert. Klimaanlage, Lüftung, schaut, ob alles funktioniert. Kühlt er? Wird es kalt oder nicht? Kommt kalte Luft auch wirklich raus, wenn ihr die Temperatur auf kalt einstellt? Sitzheizung, schauen, ob die funktioniert. All solche Sachen, Freunde. Schaut wirklich, ob alles funktioniert. Die Gänge, schalten die sich so, wie sie schalten sollen? Fallen alle Gänge schön rein? Fahrt auch wirklich eine gescheite Strecke. Am besten Stadt, ein Stück Autobahn und dann auch ein Stück Landstraße, damit ihr wirklich alles mal gut gemixt und gefahren habt. Beschleunigt es auch mal schön durch, wenn der Wagen natürlich warm ist. Bitte tret jetzt nicht rein, wenn der Wagen kalt ist. So, wenn der Wagen warm ist und schon ein bisschen gefahren seid, beschleunigt es auch mal gescheit, bremst auch mal schön, damit ihr seht, ja, wie sich der Wagen verhält und ob der Wagen auch wirklich fährt, wie ein Wagen fahren soll.
So, Freunde, nachdem ihr dann die Probefahrt gemacht habt und ihr wisst daran selber, ihr habt es selber im Gefühl, habt ihr kein gutes Gefühl bei dem Fahrzeug? Ist der Verkäufer cool drauf? Hat mir das Fahrzeug gefallen? Funktioniert alles? Oder macht mir irgendwas einen komischen Eindruck? So, wenn es das Fahrzeug ist, was euch wirklich gefällt, zusagt, ihr sagt, der ist krass, den muss ich haben. Der ist richtig heftig und für den möchte ich wirklich mein hart erarbeitetes Geld ausgeben. So, dann Leute, greift zu. Und ja, natürlich, Preisverhandlung ist dann der nächste Schritt. Schaut, was mit dem Preis geht. Fragt den Verkäufer mal, was kann er preislich machen, was ihr euch so vorstellt vielleicht. Vielleicht ist euch der Wagen zu teuer oder, ihr wisst schon, was ich meine. So, bisschen verhandeln, bisschen den, wie sagt man, den Bazarhändler raushängen lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, natürlich nicht übertreiben, aber professioneller Basis bisschen verhandeln. So, ihr wisst. Im anderen Fall natürlich, wenn euch der Wagen nicht gefallen hat oder wenn ihr euch unsicher seid, ein komisches Bauchgefühl habt, lasst ihn stehen. Bitte lasst ihn stehen. Geht's einfach, schaut euch den nächsten an oder sonst was, sagt ihm danke für deine Zeit. Ich überleg's mir noch. Und ja, dann schaut ihr einfach mal, schlaft eine Nacht drüber. Aber meistens, wenn es schon in dem Moment nicht funzt, dann ist es halt nicht die oder der Richtige. So, auf jeden Fall dann aber nicht demotiviert sein. Weitersuchen und ganz wichtig, Leute, Geduld, Geduld, Geduld. Das ist das Allerwichtigste. Geduld bei der Autosuche. Und nicht zu voreilig sein, weil ja, am Ende kauft man sich dann irgendwas, womit man nicht so zufrieden ist oder sonst was. Deshalb seid geduldig und nehmt auf jeden Fall viel, viel Zeit mit bei der Autosuche. Sehr, sehr wichtig. Aber ja, Freunde, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zum Video, wie ich vorgehe beim Gebrauchtwagenkauf. Ich habe euch wirklich genau gezeigt von Anfang an bis zum Ende, bis zum Kaufvertrag abschließen quasi, wie ich es mache, wie ich vorgehe und worauf ich alles achte. Deshalb hoffe ich, ich konnte dem einen oder anderen draußen natürlich helfen. Und ja, wenn es so ist, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.